The Germans are preparing for the final. You see them here at their rest quarters in Spies, everyone in a very good humor. There's a game of cards played by Mai, Erhard and Eckel, and Ottmar Walter tells the goalkeeper what to do, and Posipal signs autographs. And away from the training camp, it's time for them all to go on an excursion in a boat. All of them, that is, except one. There's one face we don't see. Oh yes, there he is, trainer Sepp Herberger. I wonder what he has in mind for the Hungarians in the final.
Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Wankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und dieses Spiel hier hat bereits vor einer Minute mit 7 Minuten Frühzündung begonnen. Und der erste Angriff brandet gegen das ungarische Tor, aber der Angriff verpufft. Der Torwächter Grosic kann den Ball annehmen, aber ersten Halbzeit sagen. Heute ist wichtig, dass wir in jeder Sekunde am Ball bleiben und dass ich Ihnen nur ganz schnell zwischendurch die Mannschaftsaufstellung sagen darf. Ungarn mit Grosic im Tor, Budzanski, Lantos in der Verteidigung, Bocic, Laurent, Zacharias im Lauf, Sturm, Zibor rechts außen, Kosic, Hidekuti, Puskas, der Major ist wieder dabei und Tott links außen. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Angriff auf das ungarische Tor, über das Tor hinweg. Ein Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch. Ich glaubte eine Ecke erkannt zu haben, viele Zuschauer auch. Aber Schiedsrichter Link aus England, übrigens der gleiche Schiedsrichter, der unser 3:8 gegen Ungarn in Basel pfiff, entscheidet auf Abstoß. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und May aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er. Halb rechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und Maxel Morlock, unser Halbrechter, führt den Ball in die gegnerische Hälfte hinein, gibt zu Rahn. Rahn zu Ottmar, der zu Morlock, ungünstiger Schusswinkel, Angriff vom linken Verteidiger der Ungarn von Lantos. Und jetzt ist die erste Ecke für Deutschland Tatsache. Der erste Eckball, der von rechts getreten wird, nach 3 Spielminuten. Die erste Sensation heute hier in Bern, das Stadion ist nicht ausverkauft. Aber das liegt wohl an der etwas schwierigen Kartenverteilung und vor allem am riesigen Regen. Und da kommt die Ecke schön nach innen, aber abgewehrt. Und weit muss nach außen laufen Schäfer, um sich den Ball zu holen. Schäfer schießt aus dem Hinterhalt, Nachschuss von Schäfer. Zweimal abgewehrt von den Ungarn. Die ersten 3 Spielminuten gehören dem Außenseiter dieses Spiels. Wir wollen das in den nächsten 90 Minuten nicht vergessen. Deutschland. Deutschland, das gegen den großen Favoriten, gegen Ungarn, den ungekrönten Weltmeister, der seit 4,5 Jahren in 31 Länderspielen nicht bezwungen wurde, zu spielen hat. Aber im Berner Stadion. Es regnet heftig, aber wir Deutschen glauben, dass Fritz-Walter-Wetter ist und dass das gut für unseren Techniker Fritz und seine Kameraden ist. Sie hören an der Geräuschkulisse, dass ein deutscher Angriff rollt. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu Zehntausenden nach Bern gekommen. Sie sehen jetzt einen Angriff der deutschen Mannschaft, der aber vom Mittelläufer Laurent gebremst wird. Und jetzt stürmen die Laurent gebremst wird. Und jetzt stürmen die Ungarn von links. Aber ihr linker Läufer hat den Ball nach durchspielen müssen. Und Hidekuti gegen Turek. Aber Turek kann mit Glück allerdings klären durch Fußabwehr. Gut herausgelaufen. Schlechtes Abspiel von Liebrich soeben. Und Ungarns Sturm. Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puskas, Sturm! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht.
Ungarn schießt nach 6 Spielminuten durch Puskas, den Spielführer, das 1:0. Das Tor kam so zustande. Fehlerhaftes Abspiel von Liebrich. Dann alleine durchgegangen Kosic. Er schießt einen Deckungsspieler der Deutschen an. Genau knallt der Ball dann Puskas vor die Füße und unhaltbar für Turek schießt Puskas flach in das von uns aus gesehen rechte Toreck ein. Und nach dem Anspiel rollt die Angriffsmaschine der Ungarn schon wieder. Aber diesmal ist das steile Durchspiel von Kosic ins Ausgegangen. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball, seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband, seit 1930 Weltmeisterschaften und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen. Danken wir in jedem Fall, auch wenn wir verlieren sollten, unseren tapferen Jungs für diese... Deutschland einen Gegenangriff. Fritz Walter durchgespielt, aber er wird von Laurent gebremst. Beide fallen hin und aus dem Hinterhalt taucht auf Schieber, der heute rechts außen spielt, sonst links außen. Spielt zu Hidekutti. Hidekutti zu Kosic. Der steil zum rechten Flügel, wo wieder Hidekutti den Ball annimmt. Und der flankt da innen. Liebrich mit dem Kopf weggeschlagen. Aber... aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen dort und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor!